Wir sind hier Anfang Februar beim Forstamt Donnersberg an den nordöstlichen Ausläufern des Pfälzerwaldes zu Gast bei Förster Fabian Keck. Und von dem wollen wir erfahren, welchen Einfluss die Baumartenvielfalt auf die Klimaresilienz eines Waldes hat. Wann gilt denn aus Sicht der Forstleute ein Wald als klimaresilient oder klimastabil? Klimastabil ist hier vielleicht das falsche Wort. Resilienz trifft es eher. Resilienz beschreibt die Fähigkeit eines Ökosystems, wie zum Beispiel hier des Waldes, auf Rückschläge reagieren zu können. Das heißt, es sollte tolerant sein gegenüber Dürre, Trockenheit, Sturmstellen, aber auch Starkregenereignissen. Wie hängt das mit der Vielfalt der Baumarten zusammen? Je mehr Baumarten auf der Fläche vorkommen, desto stabiler ist ein Wald. Wir können uns das so vorstellen, die Baumarten haben unterschiedliche Ansprüche. Es gibt zum Beispiel die Kirsche oder die Hainbuche, die sehr gut mit Trockenheit zurechtkommen. Dann haben wir noch die Eiche, die sehr tief wurzelt und deswegen gegenüber Stürmen sehr gefeit ist. Heißt das jetzt, dass Laubwälder vom Anstieg der Temperaturen generell weniger betroffen sind als Nadelwälder? Unsere heimischen Nadelwälder werden vor allem geprägt durch die zwei Baumarten Fichte und Kiefer. Das sind zwei Baumarten, die eher in den kühleren Regionen vorkommen. Das heißt, die sind an diese trockenen Zeiten im Sommer eigentlich nicht gewöhnt. Das heißt, unsere Laubwälder sind im Schnitt schon besser angepasst. Aber in den letzten Jahren sind auch Buchen abgestorben, oder? Diese Beobachtungen haben wir leider auch gemacht. Die Buche ist eine Baumart, die bei uns eigentlich ursprünglicherweise weit verbreitet ist und auch noch heute die häufigste Baumart ist. Und wenn gerade diese Baumart betroffen ist, das macht uns Förster schon sehr viele Gedanken. Und wir haben festgestellt, dass die Buchen sich natürlich nicht so schnell an den Klimawandel anpassen können, wie dieser vonstatten geht. Und deswegen versuchen wir gerade diesen Buchenwäldern, die sehr monoton sind, die eben auch stark geprägt sind durch die Buche und wenige Mischbaumarten zulassen, hinzuentwickeln zu einem Mischwald. Und wie das Ganze aussieht, das kann ich euch an diesem Beispiel zeigen. Fabian, wenn wir uns hier so umgucken, sehen wir ganz viele von diesen Holzgestellen. Wozu sind die denn da? In den Holzgestellen befinden sich junge Bäume, die wir in die nächste Waldgeneration übernehmen wollen. Die Holzgestellen dienen dann dem Schutz der jungen Bäume vor Wildverbiss. Gerade das Rehwild verbeißt sehr gerne junge Triebe und Knospen und hemmt dadurch die jungen Bäume leider im Höhenwachstum. Zusätzlich dienen diese Gestelle der Visualisierung der jungen Bäume, der selteneren Bäume und dem Wiederfinden der jungen Bäume durch die Forstwirte. Die Forstwirte fördern diese selteneren Baumarten, indem sie die Konkurrenzkraft der Buche hier etwas zurücknehmen. Die Buche hat nämlich die Tendenz dazu, relativ schnell zu wachsen und die jüngeren Bäume eben zu überwachsen. Und was würde das machen, wenn die überwächst? Wenn die überwächst, passiert Folgendes, dann ist es leider so, dass die jungen Bäume, hier jetzt meine Weißtanne, ausgedunkelt werden. Das heißt, es setzt sich tatsächlich nur die Buche durch und wir finden hier in der nächsten Generation einen Wald, der vor allem durch die Buche geprägt ist mit sehr wenigen Mischbaumarten. Du hast vorhin von verschiedenen Mischbaumarten geredet. Welche gibt es denn da noch außer der Weißtanne? Also wir haben hier neben der Weißtanne auch die Linde, die Eiche, die Kirsche gefördert. Die haben sich hier alle natürlich ausgesamt. Ist das was Besonderes? Genau, die haben sich hier alle natürlich ausgesamt. Das ist allerdings nichts Besonderes. Tatsächlich sind fast 90% des jungen Waldes in Rheinland-Pfalz auf diese Art und Weise entstanden. Und in den Fällen, wo das jetzt mal nicht klappt mit der Naturverjüngung, gibt es da noch andere Möglichkeiten? Da haben wir noch die Möglichkeit der Pflanzung. Und wie das Ganze abläuft, kann ich euch gerne mal im anderen Waldbild zeigen. Was unterscheidet denn jetzt diesen Wald von dem, in dem wir vorhin waren? Auf den ersten Blick unterscheiden sich die zwei Wälder tatsächlich nicht zu sehr. Es ist auch hier ein Buchenwald, der vor allem durch die Buche dominiert wird. Und wir haben hier nur sehr geringe Anteile von Mischbaumarten. Hier kommt nur die Kiefer und die Leiche vor. Das sind zwei Baumarten, die sehr viel Licht brauchen, gerade zum Keimen. Und da wir auch wieder hier vorhaben, in der nächsten Waldgeneration einen Mischwald zu etablieren, einen Mischwald mitzuentwickeln, erreichen wir das darüber, dass wir hier eine weitere Baumart durch künstliche Begründung einbringen. Und deswegen sieht man hinter mir unseren Forstwirt Michael, der gerade Tannensetzlinge in den Boden bringt.
Wie funktioniert das hier mit den Forstwirten? Pflanzen die ganze Fläche voll? Nee, wir arbeiten hier nur punktuell in sogenannten Klumpen. Und Michael pflanzt ca. 40 Tannensetzlinge auf einen Fleck und überlässt 80% der Fläche der Natur. Zusätzlich haben wir darauf geachtet, dass die Tanne hier als standortgerechte Baumart Verwendung findet. Was heißt denn standortgerecht? Das heißt, dass zum Schluss Baumarten gesetzt werden, die an den Standort, das heißt an die Nährstoffversorgung und an die Wasserversorgung angepasst sind. Dann haben wir noch eine kleine Besonderheit hier. Wir haben einen Pflanzgarten im Revier, aus dem wir diese Tannenwildlinge tatsächlich gewinnen. Und es sieht so aus, dass wir eine Fläche von rund 2 Hektar eingezäunt haben, in der sich Tannenaltbäume befinden. Und diese werfen dann ihre Samen ab, es entstehen kleine Setzlinge und diese lasse ich dann von den Forstwirten hier ziehen. Und die sind natürlich dann schon an diese Gegebenheiten hier vor Ort perfekt angepasst. Mal angenommen, ihr würdet das jetzt nicht machen und der Wald würde durch den Klimawandel in einem bestimmten Gebiet absterben. Ist das dann nicht auch natürliche Entwicklung? Der Wald würde doch auf diesen Flächen irgendwann auch wiederkommen. Das stimmt schon. Also wenn es kleinflächig passiert, lassen wir das auch gerne zu, so eine natürliche Entwicklung. Die Problematik liegt darin, wenn das jetzt halt auf großer Fläche passiert, wie das jetzt zum Beispiel in Hunsrück oder in Eifel passiert ist, dann kann der Wald nicht alle seine Funktionen erfüllen, die auch wir als Gesellschaft im Prinzip an ihn stellen. Was wären das für Funktionen? Zum einen ist es die Erholungsfunktion. Jeder, der mal so einen Waldspaziergang gemacht hat, kann sich es vorstellen. Das ist auch mittlerweile nachgewiesen, so ein 90-minütiger Waldspaziergang. Der senkt ja auch das Stresshormonlevel. Zum anderen haben wir natürlich die Nutzfunktion. Da steht der Rohstoff Holz an erster Stelle. Das heißt, wir produzieren natürlich auch hier einen nachhaltigen Biorohstoff. Und zum anderen haben wir die Schutzfunktion. Der Wald dient ja als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Dient uns als Luftfilter, als Wasserspeicher, als CO2-Speicher. Durch den Klimawandel ist ja jetzt ziemlich viel unsicher geworden. Was würdest du sagen, sind für dich die Herausforderungen in der Zukunft? Oberstes Ziel von uns Förstern ist der Walderhalt. Das ist mir persönlich auch ein sehr großes Anliegen. Wir wollen ja den Wald in all seiner Vielfalt an die nächsten Generationen übergeben können. Und was würdest du sagen, erhoffst du dir oder was sind deine Wünsche für die Zukunft? Unser forstliches Handeln ist ja nur ein kleines Puzzleteil im Großen und Ganzen. Wem der Walderhalt wirklich am Herzen liegt, der kann durch sein verantwortungsbewusstes und auch nachhaltiges Handeln dazu beitragen. Dann vielen Dank, dass wir dich besuchen durften und wir wünschen dir und dem Wald in deinem Revier alles Gute. Schön, dass ihr da wart.